Ihr Fußballverein, dessen Fan ich bin, hatte gestern ein Spiel im Europacup, das ich verfolgte in einer Kneipe und dazu parallel sehr viel Bier trank. Das hat mir heute nicht gut getan. Mein Kopf schmerzt, ich habe Durst und krieg kaum was auf die Reihe. Ich bin Eintracht Frankfurt-Fan. Seit den 1980ern, vielleicht sogar schon seit den 1970ern, seit mein Vater mich mitnahm zu den Spielen, gucke ich mir das an. Nach all diesem jahrzehntelangem Leid geht's aufwärts. Gestern passierte was total Verrücktes. Die Eintracht spielte gegen den turmhoch überlegenen, eigentlich turmhoch überlegenen FC Chelsea und spielte tatsächlich 1:1. Das ist nicht nur sportlich oder fußballerisch interessant, meiner Meinung nach, sondern auch auf andere Weise, wie wir Geschichten erzählen oder wie Geschichten uns prägen. Gestern zum Beispiel hat man ein typisches Frankfurt-Spiel gesehen. Diese Mannschaft glaubt zutiefst an sich und deswegen konnte man auch sehen, dass FC Chelsea tatsächlich Probleme hatte, obwohl die fußballerisch viel, viel besser sind. Eigentlich müsste auch die fußballerische Qualität und das Training und der Einsatz des Trainers darüber entscheiden, wie gut eine Mannschaft spielt. Auch um das besser zu verstehen, habe ich mir dieses Buch gerade ausgeliehen. Norbert Elgert ist ein Coach einer Schalker Juniorenmannschaft der U19. Er trainiert die Heranwachsenden und er beschreibt, wie er das macht und wie wichtig Motivation ist. Man muss dazu wissen, dass Elgert ein sehr bekannter Trainer ist in Fußballerfachkreisen und ein sehr, sehr erfolgreicher. Mesut Özil ist im letzten Jahr aus der Fußballnationalmannschaft zurückgetreten und der Weltstar von Arsenal London hat sein letztes Nationaltrikot Norbert Elgert vermacht. Und er beschreibt Norbert Elgert als einen, für den er quasi eben sein letztes Hemd geben würde. Norbert Elgert vermittelt und glaubt an die Motivation, daran, dass man es schaffen kann, wenn man es nur wirklich feste probiert. Er glaubt daran, dass man über glühende Kohlen laufen kann, wenn man sich vorstellt, eine nasse Wiese zu überqueren. Man muss sie nur visualisieren. Und Norbert Elgert vermittelt auch menschliche Werte wie Demut. All das macht ihn zu einem extrem beliebten Trainer und zu einem extrem erfolgreichen Trainer. Ich tue mich schwer manchmal mit Elgerts Philosophie, also diesem absoluten Leistungsgedanken. Auf der einen Seite tut es mir persönlich gut, manchmal fokussierter zu sein, konzentrierter und effizienter. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Leute wie Elgert der Grund sind, warum Punk entstanden ist. Zwar schreibt seine Tochter auch im Buch, dass er ein super Vater ist, ein perfekter Coach, aber ich glaube schon, dass mir das als Heranwachsender, dieser absolute Leistungsgedanke, manchmal tierisch auf den Wecker gegangen wäre. Sie sind auch manchmal ein bisschen naiv. Es gibt zum Beispiel auch eine Episode, wie beschrieben wird, dass Elgert auch ein verrückter Typ sei, der sich mal als Heino verkleidet, singt. Oh, was haben Sie da alle gelacht? Was die Eintracht-Spieler von Musik hören, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Ist wahrscheinlich hochnotpeinlich. Dennoch Effizienzgedanken hin oder her. Ob schlechte Musik oder nicht, ich werde wohl nächste Woche auch wieder einen Kater haben. Wenn die Eintracht im Rückspiel gegen Chelsea antritt am Donnerstag. Was ist Fußball eigentlich? Was ist das? Was ist der Glaube? Was ist das Spiel? Vielen Dank und bis gleich.